Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Digimon Masters Online, zu einer leichten Random-Ausgabe, aber das sollte es ja auch ab und zu mal geben. Lass uns erstmal über ein Thema sprechen, bevor es richtig losgeht. Kannst du dich noch erinnern, vor etwa 4 Monaten habe ich ja Darkness Bagramon gezogen und mich auch darüber sehr gefreut. Aus gegebenem Anlass, weil ich dieses Item hier gezogen habe. Ja, dann gute Nachrichten, das gibt's jetzt for free. Ja, du hast richtig gehört, Darkness Bagramon kannst du momentan auf diesem Patch bei Digimon Masters Online für umsonst bekommen. Bei den ein- oder erstmaligen Login bekommst du so eine Box, da sind diese 2 Digimon hier drin, mit einem Item, zu den Items kommen wir gleich. Beide auf Level 5, deswegen habe ich die Box auch schon geöffnet, weil hier dieses Skull Nightmon hatte ich ja noch auf 4 von 5, habe ich jetzt auf 5 von 5 mit einem Exchange gemacht, also habe ich jetzt alle 3 Digimon von Darkness Bagramon auf Level 5. Juhu. Die restlichen Sachen, wie zum Beispiel auch Bagramon und die Evolutions-Item, kriegst du hier von den NPC Gigimon, kriegst du so eine Daily Quest. Einmal hier, wo du Piece of Greatest Evil bekommst und die andere, da bekommst du dann Weakened Emperor's Piece. Die sammelst du immer schön fleißig und dann kannst du die hier einmal für die Box of Bagramon austauschen. Da kommt auch dieses Item, was in der Box zu Beginn mit drin war, ins Spiel. Und natürlich dann die Daily Quest Items. Und dann natürlich kannst du hier noch Imperium vs. B und D bekommen, was ja auch natürlich sehr wichtig und richtig ist. Und ja, ich könnte mir Reinforced Digiclone Box machen vielleicht. Ja, das klingt gar nicht mal schlecht. Und was ich auch noch empfehle momentan, ist hier bei TK die 3 Daily Quests noch abzuholen. Da bekommst du ja die EP und die Schlüssel. Und die kannst du hier wiederum bei Bancho Leomon umtauschen für Seals, die AT geben. Und das ist schon mal gar keine schlechte Sache. Welches Digimon jetzt auf diesem Patch auch noch neu dazugekommen ist, ist ja Gabumon Bond of Friendship. Und das möchte ich mir mit dir gleich auch nochmal genauer angucken. Dazu habe ich einfach mal die Quest hier von Gabumon angenommen und dann werden wir es gleich sammeln. Ach ja, und welches Digimon auch schon eine Weile drin ist, aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich Omegamon Mercy Vollmut. Ja, finde ich total cool, dass es auch jetzt endlich mal wieder ins Spiel reingekommen ist. Aber um Omegamon soll es in dieser Folge nicht gehen, sondern um Gabumon Bond of Friendship. Schön, dass sie es jetzt endlich doch in die globale Version implementiert haben. Hier ist auch noch das Summon-Item. Sieht auch sehr schön designt aus. Und da steht er jetzt in vollen Schönheit und Glanze. Ja, ich weiß gar nicht, wann es in Korea da erschienen ist, aber es hat auf jeden Fall schon ein paar Monate gedauert, bis es jetzt endlich auch bei uns angekommen ist. Man kennt es, also wenn man es kennt, aus dem von 2020 erschienenen Digimon-Film Digimon Adventures Last Evolution Kizuna. Ich wechsle mal kurz aufs Digimon, dass man mehr von dem Modell sieht. Da hatte es ja seinen ersten Auftritt und auch eine recht tragende Rolle. Hat bei den Franchise ein bisschen gemischte Gefühle ausgelöst, sage ich mal. Eine mochten es, andere nicht. Und diese roten Streifen hier, ist mir gerade auch mal aufgefallen, ist das jetzt so ein Trend bei Digimon? Das hatte doch schon Siriusmon und ich glaube auch Omegamon Mercy Vollmut hat das in Blau. Ja, aber auch so muss ich sagen, ist das hier sehr gut geraten und auch hier diese Ringe am Rand, dieses Leuchteffekt-Gelumpe, das sieht auch alles sehr, sehr schön aus. Auch prinzipiell muss ich sagen, mich juckt schon in den Fingern, ich hätte es auch sehr gerne, auch wenn es natürlich für den Triple S Plus Digimon nicht so stark ist. Nochmal von hinten angucken, bevor es gleich sich verabschiedet. Ja, also sieht doch gut aus, dann gehen wir mal schnell zu Gabumon und geben die Quest ab und holen uns das tolle Item. So, dann mal schauen, was er uns gegeben hat hier. Aha, eine Buffbox 50%. Ja, das wollte ich ja schon immer haben, da habe ich einen richtigen Verwendungszweck für. Ja, und jetzt gibt es noch einen kleinen Szenenwechsel und dann sehen wir uns gleich wieder. Denn was ich dir auch noch zeigen wollte, ist, wie ich diese TK-Quest angehe. Und zwar nehme ich mir dann einfach hier so ein Low-Level-Digimon, weil ich habe wirklich noch sau viele davon und ziehe ihn gleich mit hoch. Da bekomme ich halt diese Daily-Items von diesen Typen. Und der Season Pass ist ja jetzt auch noch reingekommen. Das ist eine schöne Sache. Selbst diese Free-Variante ist recht gut und die gibt manchmal als Daily Quest besiege 100 Digimon.
dazu bietet sich das natürlich an. Und zudem musst du eh, um da die größeren Sachen, die halt nicht daily sind, auch gewisse Digimon-Typen besiegen. Das heißt, Virus oder halt Wasser, Serum, Licht, sowas halt, ne? Und deswegen wollte ich auch nochmal schnell mit zeigen, wie ich das so mache. Das ist so, sage ich mal, momentane meine tägliche Routine hier in DMO. Was ich mir für die Zukunft noch so gedacht habe, um dir gleich da auch nochmal mit einen Ausblick zu geben, eventuell noch ein paar Jogquiz-Quest-Videos, weil ich habe jetzt in den letzten Wochen ein paar neue Digimon bekommen. Wenn sich das so zeitlich anbietet, würde ich das gerne nochmal in Angriff nehmen. Ansonsten haben wir ja auch noch ein paar Story-Quests, die man weitermachen kann. Und natürlich sehen wir uns dann auch wieder, wenn ich das neue Triple S Plus Digimon oder Omegamon Mercy Full Mode haben sollte. Ansonsten zum Schluss noch wichtig zu erwähnen sei noch, dass es auf diesem Patch wieder ein tägliches Login-Item gibt, was du dann zum Schluss gegen eine Box tauschen kannst, gegen ein random Triple S Plus Digimon. Ich glaube, 1 von 10 bekommst du dann. Oder ein Digivice und den Rest habe ich jetzt spontan vergessen. Aber lass es mich doch mal gerne in den Kommentaren wissen, auf was soll ich denn sparen? Also wenn du dieses Video bisher hingeguckt hast, schreib es mir mal in die Kommentare. Hol dir Digimon, hol dir Digivice, hol dir sonst was. Und dann mache ich das auch. Ja, das war's auch schon wieder für diesen kurzen, kleinen Video. Und ich hoffe, es hat trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen durchgewürfelt war. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Also bis dahin, tschö mit